Das Quartier bietet lokalen Selbsthilfezusammenschlüssen die Möglichkeit, in der Nachbarschaft ein lebendiges, inklusives Lebensumfeld mitzugestalten. Aber Quartiersmanagement, was ist das eigentlich? Unter einem Quartier wird ein subjektiv empfundener Lebensraum verstanden. Das kann ein Stadtviertel oder ein Wohnblock sein. Management ist hierbei der Überbegriff für entwickeln, planen oder organisieren. Deswegen spricht man auch von Quartiersentwicklung. Es geht also darum, Probleme und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eines Quartiers aufzudecken und Lösungsansätze zu finden. Dabei entstehen im Idealfall besonders durch das Schaffen von Netzwerken eine inklusionsfreundliche Lebenswelt und ein Ort der gegenseitigen Hilfe. Die Umsetzung von Quartiersmanagement kann man sich so vorstellen. Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers werden zu regelmäßigen Treffen eingeladen, bei denen wichtige Themen gesammelt und mögliche Projekte vorgestellt werden. Hier können sich bereits Arbeitsgruppen bilden. Die Treffen werden individuell gestaltet, zum Beispiel als Stammtisch oder gemeinsames Kaffeetrinken. Die Planung findet in Koordinierungskreisen statt. Mitwirkende der öffentlichen Quartiersarbeit finden zusammen, um sich abzustimmen und Projekte zu organisieren. Unter Leitung eines Redaktionsteams ist auch eine digitale Quartiersplattform denkbar, über die beispielsweise Veranstaltungsinformationen verbreitet werden können. Diese muss jedoch bedarfs- und adressatengerecht sowie barrierefrei sein. Generell ist es sehr wichtig, alle Kommunikationsprozesse und Veranstaltungsorte einfach zugänglich zu gestalten. Nicht jeder kann dafür begeistert werden, an Quartierstreffen teilzunehmen. Feste und Straßenstände bieten die Möglichkeit, auch diese Menschen zu erreichen. Häufig finden Quartiersentwicklungen in kommunalen Gebieten statt, die Unterstützung in ihrer Entwicklung benötigen oder in denen hauptsächlich sozial benachteiligte Menschen leben. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist auch Einsamkeit im Alter ein großes Problem, insbesondere wenn das Bewältigen einer oder mehrerer chronischer Erkrankungen dazukommt. Ein starkes soziales Umfeld und eine unterstützende Gemeinschaft werden aus diesen Gründen immer wichtiger. Besonders die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wird dadurch sehr erleichtert. Während politische Entscheidungen hierzu auf Bundes- oder Landesebene getroffen werden, erscheint das Quartier als das eigentliche Aktionsgebiet, da hier die tatsächliche Begegnung unter den Menschen stattfindet. Auch die Selbsthilfe hat eine wichtige Rolle. Örtliche Selbsthilfegruppen können den QuartiersentwicklerInnen einen Zugang zu den Schlüsselpersonen des Quartiers schaffen und zu der Bildung von Netzwerken beitragen. Gerade durch die Mitwirkung an Quartiersaktionen haben Sie die Möglichkeit, selbst auf sich aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Darüber hinaus bilden Selbsthilfegruppen eine wichtige soziale Struktur im Quartier, die auf die Stärkung von selbstbestimmtem Handeln, Gesundheitskompetenz und Vernetzung ausgerichtet ist. Weitere Informationen zum Thema Quartiersmanagement finden Sie unter www.selbsthilfe-der-zukunft.de.